Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns an der Auslegung der Väter immer wieder orientieren, tun wir das nicht aus Langeweile oder weil uns nichts einfallen würde zu den Stellen. Wir tun es aus dem Grund, dass wir in der rechten Spur bleiben. Und es ist ganz merkwürdig, wenn wir etwa unsere Lesung, unseren Abschnitt aus dem Exodusbuch nehmen, dass genau die Stellen, die für die Väter interessant waren, wenn man etwa in die Philokalie der heiligen Väter schaut, dass genau die Stellen, die die Väter interessieren, in unserem Abschnitt herausgeschnitten sind. Genau diese Verse. Man kann das erklären, wenn man die Verse hört. Zum Beispiel: Keine Hand soll den Berg berühren. Wer es aber tut, soll gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden, ob Tier oder Mensch. Niemand darf am Leben bleiben. Erst wenn das Horn ertönt, dürfen sie auf den Berg steigen. Und Mose ordnete an, das Volk solle sich heilig halten und seine Kleider waschen. Er sagte zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit, berührt keine Frau. Worum geht es? Es geht um die Präsenz Gottes, um das Erscheinen Gottes in seinem Volk. Und merkwürdig, dass man gerade diese Verse weglässt, die eine Brücke sind. Zum Beispiel, wenn man diesen Vers ernst nehme, könnte man hier von dem Satz "berührt keine Frau" eine Brücke zum Zölibat schaffen. Könnte man. Wir werden aber gleich einige sagen, ja, aber die orthodoxen, wenn das die orthodoxen Väter sind, dann dürfen doch die Pastöre heiraten. Ja, das stimmt. Aber das heißt ja auch nichts. Man schaue sich in der orthodoxen Kirche das Reglement an, etwa für verheiratete Priester. Wann sie mit ihrer Frau zusammen sein dürfen und wann nicht. Ich denke, manchmal ist das strenger, als in der lateinischen Kirche den Zölibat zu halten. Also, das ist eine Milchmädchenrechnung wieder auf. Also diese Brücke, die beschreiben wir nicht, wie viele andere nicht. Worum geht es? Wie kann der Mensch, das ist die Grundfrage, wir haben das bei dem Abschnitt aus dem Buch Genesis von der Jakobsleiter schon gehört, wie kann und darf sich der Mensch überhaupt Gott nähern? Dass es Zugangsbedingungen gibt zur Nähe, zur Präsenz Gottes. Man stolpert doch nicht einfach hinein. Mose muss seine Schuhe ausziehen am brennenden Dornbusch. Jakob erfährt, dass dieser Ort, wo er die Leiter geträumt hat, heilig ist. Und er salbt diesen Stein, auf dem er geträumt hat. Und hier gibt es strengste Bedingungen, die die Väter allerdings im übertragenen Sinn verstehen. Sie sagen, die heiligen Schriften etwa sind die großen Steine, mit denen man die wilden Tiere der Dämonen erschlagen muss, damit sie nicht auf diesen heiligen Bezirk, auf diesen heiligen Berg kommen. Wie kommt der Mensch in die Gegenwart Gottes, auf den heiligen Berg? Indem er sich vorbereitet. Das ganze geistliche Leben ist eigentlich nichts anderes als eine permanente Folge von Vorbereitungen, sich auf die Präsenz Gottes einzustellen, sich ihr zu nähern. Und es soll niemand sagen, zumindest ist das keine christliche Tradition, dass man einfach so in die Nähe Gottes hineinstolpert. Dass man einfach hineinlatscht, als würde man in den Garten gehen. Oder wir gehen abends noch eine rauchen oder eine Runde spazieren. So kommt niemand in die Nähe Gottes. Den Vätern war das klar. Die Frage für uns ist, ob wir neu in dieser Spur etwas von der notwendigen Ehrfurcht lernen. Was hier vorbereitet wird, ist die Erscheinung Gottes, indem er die 10 Worte, die 10 Gebote schenkt. Das ist ja nicht irgendwie eine Straßenverkehrsordnung, die da erlassen wird, an die man sich dann halten muss, damit es einigermaßen geht mit dem Verkehr. Sondern es sind 10 Worte, Worte Gottes, die das Leben ermöglichen. Und dieses 10-Wort ist, wenn man so will, eine Vorbereitung der Menschheit auf das entscheidende Wort, das Gott spricht, in Jesus Christus, der selber ganz Wort Gottes ist, Wort und Weisung Gottes. Und auch um ihm zu begegnen, ihn zu hören, ist nie selbstverständlich. Ihn zu verstehen, wir hören das heute, wie Jesus das im Evangelium den Jüngern erklärt, wir haben das ja vor 2 Wochen sonntags erst gehört.
das hat Bedingungen, sodass einige es verstehen und die meisten es eben nicht verstehen. Vielleicht, weil sie vergessen, dass dieses Zuhören dürfen, dass dieses Empfangen dürfen des Wortes Voraussetzungen haben.